Hallo, mein Name ist Erhard Mott, ich bin der Entwickler der Vitali E-Klappräder. Ich zeige Ihnen hier unser Modell Tour. Das Vitali Tour wird seit etwa 2008 schon gebaut, wurde immer weiterentwickelt, um den Ansprüchen unserer Kunden und Kundinnen nach einem tourentauglichen E-Klapprad zu entsprechen. Mittlerweile haben wir ein sehr starkes Modell mit 130 Kilo zulässigem Gesamtgewicht, einem starken Motor, der auch Steigungen nimmt mit Gepäck, und zwar ohne, dass man sich anstrengt beim Radeln. Das ist was Besonderes bei unserem Antrieb. Er hat auch eine Allradfunktion. Des Weiteren verwenden wir eine 8-Gang-Narbe von Shimano, die auch eine sehr breite Entfaltung hat, so dass man auch steile Berge hochkommen kann, leicht treten und auch bergab noch kräftig mitreden kann. Und natürlich die Akkus, ganz wichtig. Wir bieten optional verschiedene Kapazitäten an, bis etwa 100 Kilometer Reichweite. Die Faltmaße von dem Vitali Tour, die sind besonders klein. Das habe ich mir berücksichtigt, auch anhand von der Lenkerform. Das zeige ich Ihnen jetzt. Denn wenn man hergeht und klappt den Lenker ein, legt er sich schön an. So, und wenn man jetzt noch, das wäre dann zum Beispiel schon mal die Fallstufe 1, so kann man dann das Vitali irgendwo als schon einmal in eine kleine Nische reinstellen oder in den Kofferraum von dem Wohnmobil und so oder von dem Kombi, von dem PKW. So, man könnte es aber auch jetzt noch kleiner machen, indem man hergeht und klappt das Pedal so und macht schwuppdiwupp hier, klappt zu und das war's. So, so schnell geht's. Und Sie sehen hier, es ist sehr schmal und es ist sehr kurz. Von der Packmaße eines der kleinsten E-Klappräder auf dem Markt. So, jetzt machen wir es wieder geschwind zusammen. Und das geht mit ganz wenig Handgriffen. So, Sie sehen auch, den Sattel kann man ganz hoch stellen und auch ganz weit runter. Unsere Vitali sind alle geeignet für Menschen zwischen 1,40 Meter und 1,90 Meter. So, bitteschön.